Wir können es ja schon am Titel erkennen, meinem Kanal KuchenTV wurde die Partnerschaft entzogen. Bisher scheint es sich bei dem Entzug der Partnerschaft von KuchenTV um einen Einzelfall in dieser Größenordnung zu handeln. Ich kann euch aber zu 100% sagen, dass ich nicht der letzte Meinungsblogger sein werde, der die Partnerschaft verliert. Auch andere Leute. Wenn ich mir das überlege, da werden noch einige Leute drunter fallen. Kommen wir direkt zum Punkt. YouTube hat mir diese Woche meine komplette Monetarisierung genommen. Das bedeutet, dass ich über YouTube selbst keinen Cent mehr verdienen kann. Also weder durch Werbung noch durch die Kanalmitgliedschaftsfunktion. Also Kanalmitgliedschaftsfunktion bedeutet, dass Zuschauer mir monatlich einen bestimmten Betrag zukommen lassen können. Bei der Werbung kann man es ja irgendwie nachvollziehen, weil mein Channel ja aus der Sicht der meisten Firmen nicht werbefreundlich ist, aber warum verliert man dann auch direkt die Mitgliedschaftsfunktion? Weil er nicht mehr werbefreundlich ist, dürfen ihm seine Zuschauer jetzt auch nicht mehr freiwillig Geld senden. YouTube, warum trennt ihr diese Funktion nicht voneinander? Wäre das nicht fair für Kanäle, die nicht super duper family friendly Content machen? YouTube hat mir übrigens nicht mal eine E-Mail geschickt, die mich wissen hat lassen, dass ich jetzt nicht mehr monetarisiert bin. Diesen netten Hinweis musste ich dann in meinen Kanaleinstellungen selbst finden, als mir irgendwas komisch vorkam. YouTube nahm mir übrigens nicht nur die Monetarisierung, sondern aus irgendeinem Grund vor ein paar Wochen schon auch meinen Verifizierungshaken. Ebenfalls ohne mich darüber irgendwie zu benachrichtigen. Das mit dem Verifizierungshaken hat jetzt weniger Konsequenzen für mich, nur dass zum Beispiel ständig Leute fragen, wo mein Haken ist, aber es fühlt sich einfach so an, als würde YouTube alle rausekeln wollen, die nicht super duper werbefreundlichen Content machen. Hey, Moment mal, vielleicht hat YouTube erkannt, dass ich ein perfekter Mensch bin, ganz ohne irgendeinen Haken und hat mir deshalb den Haken genommen. Auf meinem Zweitkanal habe ich heute übrigens einen Strike aufgrund von Hassrede für ein 18-sekündiges Video mit dem Titel 00104 bekommen. Das Video war ungelistet und hatte keinen einzigen Aufruf. Weil das Video keinen Aufruf hatte, kann man sich sicher sein, dass niemand das Video angeschaut hat, sondern die YouTube-AI sich aus irgendeinem Grund eingebildet hat, dass dieses Video voll die krasse Hassrede beinhaltet. Die 18-sekündige Hassrede, die die Welt erschüttern würde. Es ist offensichtlich, dass die menschlichen Strippenzieher bei YouTube zurzeit komplett die Kontrolle über ihre Plattform verlieren. Bevor dieser Kanal hier entmonetarisiert wurde, bekam ich von YouTube ca. 1000 Euro im Monat. Und plötzlich 1000 Euro im Monat weniger zu haben, ist schon heftig. Es kommt hinzu, dass ich mit meiner anderen Haupteinnahmequelle, meinem Online-Shop, ebenfalls immer weniger verdiene, weil ich die Produkte nicht mehr so auf YouTube bewerben kann wie früher. Aus diesen Gründen muss ich mein Finanzierungsmodell etwas umstellen. Hierzu werde ich drei Maßnahmen treffen. Erstens, ich werde manche Videos hier nicht mehr öffentlich auf YouTube verfügbar machen, sondern nur noch auf der Crowdfunding-Plattform Patreon. Dies wird dann vor allem Content sein, den YouTube nicht gerne auf der Plattform sieht. Besonders in letzter Zeit musste ich über manche Drogen auf YouTube schlechter reden, als sie sind, nur um keinen Strike zu riskieren. Sowas wird es dort nicht geben. Die Videos werden zu 100% real sein. Eines der ersten Exklusivvideos, das jetzt schon für Patreon-Supporter online ist, ist ein Video über Mischkonsum von Kratom und 2CB. Wenn ihr das Video anschaut, werdet ihr verstehen, warum es nicht für YouTube geeignet ist. Ich habe mir gestern die ganze Nacht lang richtig viele geile weitere Belohnungen für Unterstützer ausgedacht. Von exklusiven WhatsApp- und Facebook-Gruppen, meiner privaten Handynummer bis hin zu einem persönlichen Treffen. Also schaut mal rein. Die zusätzlichen Videos oder anderen Perks, die es gibt, wenn ihr mich auf eine solche Weise unterstützt, sind hoffentlich nicht der Hauptgrund, warum ihr das macht, sondern der, dass ihr meinen Kanal feiert und durch eure Spende dazu beiträgt, dass ich den weiter machen kann. Das ist mir wirklich das Allerwichtigste. 3 Euro im Monat ist die am häufigsten gewählte Spende. Wenn ihr 3 Euro spendet, ist es so, als würdet ihr mich einmal im Monat als Dank für meine Arbeit auf eine heiße Schokolade oder eine Pille Ecstasy einladen. Ich freue mich auf euer Geld. Bei jedem Video, das ich für meine Patreon-Supporter anbiete, werde ich auch die Option bieten, es einmalig zu kaufen, falls die Patreon-Sache nichts für euch ist.
Zweitens, falls ihr keinen Bock habt, Geld zu zahlen, könnt ihr mich auch supporten, indem ihr mir kostenlos auf Telegram folgt. Dort erhaltet ihr vorzeitig Zugriff auf meine Videos. Ja, das Gute, wenn ihr mir hier bei Telegram folgt, ist, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, egal wie YouTube oder andere Plattformen gegen mich vorgehen. Ich würde sagen, hier wird man nicht so zensiert. Falls ihr noch kein Telegram habt, es ist meiner Ansicht nach der beste Messenger, deutlich besser als WhatsApp, besonders weil man da Voices in doppelter Geschwindigkeit hören kann und das spart einfach so viel Zeit. Außerdem ist es der einzige Messenger mit einer Video-Memo-Funktion. Drittens, Placements. Ich werde wie auch im letzten Video ein paar Produktplatzierungen machen. Aber sobald ich mit Punkt 1 und 2 wieder so gut über die Runden komme wie früher, werde ich keine Placements mehr annehmen, außer wenn es Produkte sind, die einfach zu perfekt passen. Also unterstützt mich auf Patreon, wenn ihr keine Videos mit Werbung sehen wollt. Wo wir gerade bei Werbung sind. Dieses Video wird unterstützt von... Schön wär's. Früher hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, für irgendwelche Mobile Games Werbung zu machen, aber dann habe ich ein solches Placement von Unsympathisch TV gesehen, das so geil umgesetzt war, dass ich froh darüber war, diese Werbung angeschaut zu haben, obwohl mich das Produkt nicht interessiert hat. Das Video wurde durch die Werbung besser und ich hoffe, dass ich bei meinen Produktplatzierungen auch einen solchen Effekt erzielen kann. Sei es bei Werbung für Pay-to-Win-Mobile-Games oder ein lustiges Schneeballsystem à la BitConnect. Wow! Ich denke, die meisten sollten sich mit dieser neuen Finanzierungsstrategie anfreunden können. Ich mache jedenfalls lieber Werbung für irgendein Mobile-Game, das viele von euch nicht feiern und bitte um Spenden, als dass ich dieses Projekt nicht mehr Vollzeit machen kann. Auf lange Sicht will ich, wenn durch Sponsorings und eure Unterstützung genug reinkommt, meinen Online-Shop schließen, damit ich mich wirklich voll auf YouTube konzentrieren kann. Den Shop betreibe ich alleine und das frisst schon gut Zeit. Bis dahin freue ich mich natürlich auch über eure Unterstützung durch eine Bestellung in meinem Shop. Falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt, wie ich dieses ganze Projekt hier möglichst gut am Laufen halten kann, trotz der Steine, die mir YouTube in den Weg legt, schreibt es in die Kommentare. Also danke im Voraus für den Patreon-Support und das Folgen bei Telegram oder das Bestellen im Shop. Puh! Jetzt habe ich Power zum Weiterlaufen. Ciao.